Kennen Sie die Wendelstein? Die was? Die Wendelstein. Nee, kenne ich nicht. Ja, vom Hören und Sagen, aber doch war ich noch nicht. Die Wendelstein. Den Wendelstein, oder? Wendelstein-Gebirge, oder? Die Wendelstein. Nein? Nein. Die Wendelstein, ich kenne den Wendelstein. Kennen Sie die Katze Wendelstein? Nein. Nicht persönlich, aber ich weiß, dass er im Daniel oben wohnt. Die Katze Wendelstein, nee, die kenne ich nicht. Ja, das ist doch die Katze vom Türme hier oben, meine ich. Ich befinde mich direkt vor dem Daniel. So heißt unser Kirchturm, der fast 90 Meter hoch ist. In 70 Meter Höhe befindet sich die Türmerstube, wo seit Jahrhunderten ein Türmer über unsere Stadt wacht. Wie auch noch heute. Unsere Moviebande wollte von den Türmen einiges wissen. So machten sie sich über die 350 Stufen auf den Weg hoch in die Türmerstube. Im Jahre 2009 bekam der Turm Daniel überraschenderweise einen Besuch von einem kleinen Vierbeiner. Die Katze kam bei meinem Vorgänger, dem Herr Burger, Spitzname Brösel, als junges Kätzchen hoch. Da war der auch ganz verwundert, wo so ein kleines junges Kätzchen hier hochkommt. Damit rechnet man ja nicht, dass so ein kleines Kätzchen die ganzen vielen Stufen schafft. Ja, die kam hier oben an, dann hat er sie gefüttert, gestreichelt, dann ist sie hier geblieben. Dann hatte er Katzenklo besorgt, einen Katzenkorb, eine Decke. Futter hat sie immer gefüttert und das war's. Seitdem ist sie hier oben. Und was macht die Katze Wendelstein in der Nacht und am Tag? Also in der Nacht geht sie oft runter und dann, keine Ahnung, wann sie wieder hochkommt. Aber tagsüber schläft sie auch viel. Wahrscheinlich, weil sie viel in der Nacht unterwegs ist. Die ist mehr nachts auf und tagsüber schläft sie viel. Wem gehört die Katze? Die Katze gehört sowieso niemandem. Die gehört hier zum Turm dazu. Das ist die Turmkatze. Und wer bezahlt? Das Foto? Also ein bisschen hier mit unserem Trinkgeld und die Stadt hat einen Posten über ca. 400 Euro. Da waren Tierarztkosten bezahlt, Katzenstreu, das Katzenfutter und wenn sonst noch was ist, mal vielleicht ein neuer Korb, dann wird es davon bezahlt. Also 400 Euro im Jahr. Gibt es auch eine lustige Geschichte über Sie? Über Wendelstein gibt es viele lustige Geschichten. Die Wendelstein ist ja zum Beispiel zur Taubenabwehr da. Das heißt, seit die Wendelstein im Turm ist, gibt es im Turm keine Tauben mehr. Da oben überall rum waren früher Taubennester und die Wendelstein, allein die Anwesenheit der Wendelstein reicht, dass keine Taube mehr kommt. Aber einmal kam ein Besucher an meine Kasse und hat gesagt, fängt die auch Tauben? Dann sage ich, nein, die fängt keine Tauben, sondern es reicht die Anwesenheit von der Katze. Und in dem Moment macht's plong, fällt ein Taubenkopf auf meinen Schreibtisch. Ich habe dann so gemacht, in den Mülleimer, und die Wendelstein saß da oben und hat runtergeschaut mit so großen Augen. Und ich habe zum Touristen sagen müssen, okay, sie fängt doch ab und zu eine Taube. Aber woher hat sie den Namen Wendelstein bekommen? Die Katze heißt Wendelstein. Wendelstein ist der alte Name vom Turm. Bevor man zum Turm Daniel gesagt hat, hat in der Bevölkerung Wendelstein geheißen. Und seit 1820 sagt man Daniel zum Turm. Wer passt nachts auf die Katze auf? Wenn wir hier nicht schlafen, niemand. Aber das ist für die Katze kein Problem, das ist die gewohnt, allein zu sein. Wo schläft die Katze Wendelstein? Die hat hier verschiedene Plätze, unter den Bänken manchmal. Im Winter drin in der Turmstube auf der Heizung. Da liegt sie auch sehr gern. Und im Sommer oben an den Fenstern, wo die Sonne hinscheint. Oder in der Türmerstube. Also im Winter, wenn es hier drin schön warm ist, dann liegt die Katze am liebsten auf der Heizung. Da liegt sie dann fast den ganzen Tag. Und steht nur auf zum Fressen. Und sie hat auch einen richtigen Job. Zu ihrem Türmerjubiläum hat sie sogar von Oberbürgermeister Hermann Faul einen Fresskorb überreicht bekommen. Gibt es auch eine gefährliche oder eine spannende Geschichte? Spannend ist halt immer, wenn sie oben auf der Brüstung läuft. Also, wo die Leute stehen, wo wir unsere Arme auflegen, da läuft die. Und ich erschrecke dann immer. Einmal habe ich nachts den Wächterruf gemacht, so, so, so.
und will weglaufen und die Katze sitzt direkt neben mir. Und da muss man ganz ruhig bleiben, weil wenn man unbedachte Bewegung macht, kann es passieren, man darf gar nicht dran denken. Aber die ist wieder ganz locker abgestiegen. Aber das ist immer, immer spannend und gefährlich, wenn die auf dem Kranz auf der Brüstung läuft. Die Türmekatze hat absolut keine Höhenangst und genießt oft den Ausblick auf der Brüstung des Turmes. Da wird mir immer ganz anders. Ist es für die Katze anstrengend, immer die Treppen hoch und runter zu laufen? Nein, für die Katze ist es einfacher wie für uns Menschen. Die Katze ist weltweit beliebt. Sogar aus Japan bekommt sie sehr oft Besuch. Wir finden Wendelstein toll. So weit oben über Nördlingen zu wohnen, ist schon was Besonderes. Wir hoffen, dass sie noch lange über unsere schöne Stadt wacht. Finden Sie die Katze toll? Die Katze ist super. Die Katze ist ein ganz toller Arbeitskollege.